Kann man sich das außenrum sparen? Scheiße, wieder hier an dieser Stelle. Da komme ich mit dem Takt durcheinander. Da ändert sich der Abstand der Blöcke und dann komme ich aus dem Takt. Jo, Servusle zu einem weiteren Part zu Mario Bros. Wonder. Wir waren hier das perfekte Timing. Haben hier im letzten Part den Part beendet, weil es doch ziemlich tricksy ist. Jetzt probieren wir es nochmal. Das Ganze jetzt in sich. Sie wollen das wirkliche perfekte Timing. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist nicht nur der Titel irgendwie. Ja, sie wollen dir nicht nur Angst machen, sie wollen wirklich Skill. So. Mal gucken. Rauf. Und weiter im Text. So. Oida! Da wäre bestimmt das Ende gewesen. Da wäre bestimmt das Ende gewesen. Ich weiß, das sage ich oft. Aber da fing ja auch der Timer schon an, von 5 rückwärts zu zählen. So, auf ein neues. Das hier ist echt hart. Und wenn ich bedenke, dass wir hier noch in den ersten Leveln sind, und noch nicht wirklich einen Fortschritt in dem Spiel hatten, kann ich mir schon vorstellen, was da noch für Kack auf uns zukommt. Also so Hardcore-mäßiger Scheiß. Bin ich überzeugt davon. So. Spring, spring, spring. Ja, da wäre es Ende gewesen, habt ihr es gesehen? Kratz hier ganz knapp am Ende ab. Ich muss nur rausfinden, welche Blöcke ich überspringen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ah, das ist reine Übungssache. So. Schneller. Scheiße. Das war jetzt wieder aus dem Konzept gebracht. Von 4 auf 2 Blöcke. Passiert mir öfter. Wow, da kriegen sie mich echt mit dem Level. Aber es macht Spaß. Also es ist ja nicht so, dass es mich jetzt ankotzen würde oder so. Das triggert ein bisschen so den Ehrgeiz. Jetzt kann man doch hier stehen bleiben. Nein, hier nicht. Hier. Dann kann man sich das außenrum sparen. Scheiße, wieder hier an dieser Stelle. Da komme ich mit dem Takt durcheinander. Da ändert sich der Abstand der Blöcke. Und dann komme ich aus dem Takt. Na gut. Aber es ist gut gemacht.
Nein, das war nix. Das war nix. Da muss man ein bisschen länger warten, bis dann die rote Blockreihe droppt. Na gut. Kriegen wir hin. Ich glaube, ich laufe gerade heiß. Erinnert mich ein bisschen auch an so Mario 3D World und so weiter. So. Jetzt schaut's gut aus. Wow. Alter! Alter! Alter, Feuter! Habe ich jetzt alle zwei eingesammelt? Nein, ich habe die eine nicht bekommen, weil ich minimal zu langsam war, stimmt's? Es hat nicht gereicht für die eine. Es hat nicht gereicht, aber irgendwie... Irgendwie will ich die jetzt haben. Das war, weil ich am Schluss... Weil ich am Schluss fast abgestürzt wäre. Das machen wir nochmal. Das müssen wir einfach nochmal machen. Da müsst ihr jetzt durch, Leute. Auch wenn es für euch langweilig ist. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt hier gar nicht langweilig. Ganz im Gegenteil. Ich finde es jetzt hier mega spannend. So. Von den einzelnen lila Münzen droppen jedes Mal neu. Fuck. Kurz vor Schluss. Abgenibbelt. Puh. Ja, ich will noch nicht ganz aufgeben. Ich will noch nicht. Noch hat mich der Ehrgeiz am Wickel. Ob das gut ist oder nicht, wird sich zeigen. So, überspringen, jawohl. Sehr gut. Scheiße, Alter, scheiße. Die letzten paar Meter. Kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Bin gespannt. Bin gespannt, wann. Mit Sicherheit in diesem Part. So. Ja! Wow! Der Pet ist batschnass, die Hände schwitzen, Tosten außer Atem, der Puls geht. Wir haben es geschafft. Wow, geile Idee. Echt geile Mechaniken, geile Idee. Ich
schwer wie Sau. Naja, schwer wie Sau. Ich glaube, da kommt auch was ganz was anderes. Abzeichentest, Profi, Sprungfeder. Ah, die Sprungfeder kennen wir auch aus Super Mario Galaxy. Ich bin gespannt. Im Abzeichentest verlieren wir keine Leben. Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. Okay. Ah ja. Ein Item, welches mir schon in den 3D-Mario-Games nicht gefallen hat, weil es ziemlich unkontrollierbar ist. Zumindest kommt es mir immer so vor. Check the point. Wo jetzt hier noch Plattformen. So. Erste 10er haben wir. Und kriege ich sie? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Komme ich jetzt wieder zurück? Mm-mm. Doch, so komme ich zurück. Hab sie. So. Jawohl, wir haben alle drei. Wir haben fast 1000 von diesen lila Münzen. Ich bin gespannt, was es bringt. So, ich will natürlich oben auf. Oh, wie ich dieses Item hasse. Nein, und nicht geschafft. Natürlich nicht. Natürlich haben wir nicht die Fahnenstange erreicht. Aber was soll's, alles andere mal eingesammelt. Später. Später im Fahnenstangen-Backtracking. Machen wir das dann auch noch. So, ich hoffe, dass das hier alles aufgenommen wird. Und dass das hier alles funktioniert. Es gibt hier 1000 Wege. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast. Geschenk bekommen, bla bla bla. Solches Anliegen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das brauche ich nicht. Fragezeichen. Wo geht's da jetzt hin? In eine andere Welt? In ein Bonuslevel? Wir werden es sehen. Was ist das hier denn? Oh, ist das hier so eine Art Star Road? Spezialwelt. Interessant. Enorm, unglaublich. Dieser Ort ist wirklich fantastisch. Hm, wo sind wir hier eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet, stell dir vor. Königssamen gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Ist natürlich interessant, die Spezialwelt, ne? Und ist jetzt auch keine Neuerung. Gab es in sehr viel Mario Games, ne? Aber ich versuche jetzt hier wieder zurückzukommen. Weil die Spezialwelten, die heben wir uns für den Schluss auf. Natürlich, ne? Natürlich. Außerdem, glaube ich, kommt da kackschwerer Scheiß auf uns zu. So, das haben wir. Das haben wir. Es geht hier weiter. Ein weiteres Eislevel. Watteweiche Flauschplattformen. Sieht schon wieder so eismäßig aus, ne? Eisscheiß, ich freue mich drauf. Aber es hat nur einen doppelten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das kriegen wir hin. Was ist das hier? Bullzettel? Wenn der jetzt runterfällt? Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. So ähnliche Mechaniken gab es auch schon in anderen Games. Und auch in anderen Mario Games. Und überhaupt und sowieso. Geh doch mal mit. Wir gucken, ne? Ich will wissen, was da unten drin ist. Nichts. Nichts ist bekanntlich wenig. Aber ich hätte ihn da oben raufschmeißen sollen. Kommt nochmal ein Koopa. Haben wir nochmal so einen Koopaling? Stachelfels. Da ist er, der Koopa. Bleib doch mal da. Und schon haut er ab. Der Grüne. Da ist der Rote nochmal. So, geh mal mit. Geh mal mit, mein Freund. So nicht. Oh Mann. Oh Mann, alle gebasht. Oh, sie wird warten, bis sie spawnen.
Der spawnt nicht, aber der spawnt. So. Jetzt. Jawohl. Ich kann mal eigentlich wegkicken. Ah, ich bin auf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es da oben auch lang geht. Das ist natürlich möglich. Tatsache. Und hier schon wieder ein Bonusabschnitt. So, was wollen Sie jetzt hier von uns? Ach, wir müssen das Teil hier anputzen. Zweimal. Einmal. Zack. Elefant. Ach, die Münzen drücken es auch zusammen. Verdammt, verpasst. Die lila Grütze verpasst. Was soll's. Dann nach unten. Schade, schade, Marmelade. Aber ich habe schon 999. Okay. Was passiert, wenn dieses rosa Wölkchen komplett verschwindet? Da geht's auch rein, aber es bringt nichts. Na gut. Hätte sein können, dass sie da was verstecken. Hier verstecken sie was. Dann warten wir mal, bis das Ding da ganz unten ist. Und bäschen ein bisschen die Mauer. War das nicht in Super Mario Bros. 3 sowas ähnliches? Da musste man teilweise diese Plattformen ganz nach unten fahren. Oder war es in einem anderen Mario-Game? Da hatten sie dann da hinten doch noch was versteckt. Sie sind ja sehr kreativ, die Entwickler. So. Da unten sind aber Primeln. Die holen wir uns. Natürlich lila Münzen, die uns halt gar nichts mehr bringen. Die Halloween-Gumbas. Und noch ein Elefant. Und jetzt geht's bestimmt da rein, oder? Nee. Ach, sie wollen, dass wir hier Wasser spritzen. Wegen der Primel hier. Ich verstehe. Kann ich dich jetzt hier... Ah ja, so. Stirb. Die können einem ziemlich nerven hier, die Gumbas und die Koopas. Vermisse wegen so die klassischen Gegner. Oh, der hier geht noch schneller kaputt. Aber was bringt es da oben? Ach, der bringt mich nach oben hier, oder? Ja, ich kann dann oben rauf. Ich verstehe. Das ist ja geil gemacht. Oh, oh, LSD-Primel. Und jetzt bin ich hier im Kuchen. Hä, was bringt es? Ich kann jetzt hier alles zerstampfen. Du bist gut in Form. Ich bin gut in Form. Ach, und wenn das Ding da auf mir drauf ist... Oh, da muss ich aufpassen. Ich verstehe. Das ist ja witzig. Aber ich kann es bashen. Solange es dann auf mir drauf ist, kann ich alles bashen. Geh weg. Geht einfach weg. Oder drüben. Na, so komme ich nicht rein. Ich muss da ran. Da muss man lang. Ja, geh weg. Ja, ich drücke den Kuchen auch nach unten. Ich sage mal Kuchen. Keine Ahnung, ob es ein Kuchen ist. Wie komme ich denn da durch? Ach ja, ich verstehe. So komme ich hier durch. Oder auch nicht. Den hier muss ich wegdrücken. Hä? Einen muss ich bashen. Oder so ähnlich. Da muss ich alle anderen bashen. Oder wie, oder was? Hä? Ich muss irgendwie schauen, dass so eine Kugel da durch die Mauer geht. Das hier machen wir weg. Das ist ja tricksy. Das ist ja mega tricksy. Aber es könnte so funktionieren. Ja. Und schon ist meine Fähigkeit dahin. Okay, mal nix gerissen. Nix gerissen, außer das Maul auf. Na gut. Kann man das hier beschleunigen? Bisschen, oder? Bringt nicht wirklich was. Hier geht's auch nicht rein. Oh verdammt, ich habe vergessen, dass ich hier...
eine Rüsselattacke habe. Na gut. Das ist auch interessant. Wie kommt man denn da lang? Oh, geh halt weg. Verdammt. Jetzt wollte ich von der Kugel abhauen. Aber jetzt habe ich hier nochmal die Gelegenheit, die LSD-Primel zu machen. Kriege ich nochmal Pulzettel. So. Stampfattacke. Elefant haben wir keinen. Doch, wir hätten einen. Hier ist er. Und dann probieren wir das nochmal. Wo war das nochmal? Ah, das war oben. Das war oben. Ich muss hier nach oben. Genau, ich musste hier nach oben. So war's. Und schon kommt hier die Primel. Sehr schön. Diesmal wissen wir ja, was zu tun ist. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen schneller. So. Zack, zack, zack. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann geht es um einiges leichter. Ein Traum. Ja. Ein Traum. So. Ist das da runter? Aber ich komme da nicht runter. Jetzt. Jetzt machen sie den Weg frei und ich bekomme hier meine Knolle. Meine tolle Knolle. Schönen Wundersamen collected. Und ab dafür. Stehen natürlich voll neben den Münzen. Ja, sammeln wir sie halt ein, wenn wir schon dabei sind. Jetzt gibt es ja gleich wieder ein Ab. Jawohl. Das war ja wild. Wo bin ich vorhin nochmal gestorben? Das war doch eine ganz dumme Stelle. Ach, das war hier, stimmt. Ich wollte den Zehner collecten. So, jetzt müssten wir ja gleich beim Ziel sein, denke ich mal. Oh, hier sind Zaccaronis. Hier sind Zaccaronis. Geh weg. So. Geschafft. Geschafft. Glorreicher Partabschluss. Glorreicher Levelabschluss. So gefällt mir das. War mal wieder mega lustig. So, jetzt beenden wir hier dieses Level. Und dann würde ich mich hier verabschieden. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ne? Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir da oben entlang marschieren. Hier entlang. Fast da. Was passiert denn hier? Oh, Kamek. Kamek ist auch da. Ja klar, ne? Gehört zum Mario-Universum. Genauso wie alle anderen Charaktere. Und im nächsten Part, wenn ich es nicht vergesse... Oh, wir werden hier reingezogen. Nein, ein Bowser-Luftschiff. Oh, kommt jetzt noch zu einem Bowser-Luftschiff-Kampf? So à la Super Mario Bros. 3 oder sowas? Luftgalerie im Wölkchengebirge, Schwierigkeitsgrad 3. Was ist denn jetzt fast da? Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. Schau doch mal im Laden herein, um dich mit den nötigen Vorräten zu versorgen. Okay, okay. Ob das Ganze hier ein Luftschiff ist, à la Super Mario Bros. 3, ich hoffe es, ja. Werden wir im nächsten Part sehen, Leute. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servus, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen und zockt was Schönes.